Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Beyond Two Souls. Wir sind mit einem chinesischen U-Boot hier gerade unterwegs zu deren Basis. Wir, das heißt Jodie, gemeinsam mit Ryan. Es ist schwer mit der Peilung. Unserem alten CIA-Kollegen. Das Radar da oben links können wir ungefähr zur Orientierung nutzen. Und ich glaube, wir müssen uns ein wenig beeilen, denn die Luft, die wir haben, ist nur begrenzt. Warum sind wir eigentlich auf dem Weg zu dieser Basis? Unsere Regierung, die CIA und vielleicht noch weitere vermuten, dass die Chinesen im Besitz oder nicht im Besitz, dass sie irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit der Infrawelt interagieren können. Und das müssen wir unbedingt verhindern. Warum? Böse Geister könnten aus dieser Infrawelt, die wir schon kennengelernt haben, in unsere Welt strömen. Und was das anrichten kann, haben wir schon vor einigen Episoden gesehen, als Jodie ein Tor zum Jenseits schließen musste. Ich denke auf eine... Ja. Siehst du das Licht? Ich sehe kein Licht, aber ich höre Chinesen. Können wir irgendwie antworten? Ich kann nur das Ding hier steuern. Hanchi Chu Chu Chachu heißt so viel, wir kommen jetzt rein. Hoffe ich einfach mal. Vielleicht hätten wir vorher noch einen Chinesischkurs belegen sollen. Das scheint auf jeden Fall die Basis zu sein. Und die Sonne irritiert mich gerade etwas. Die Real-Life-Sonne natürlich. Hier sehen wir gerade keine Sonne. Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Und wir wurden natürlich gefangen genommen. Aber vielleicht sind Sie kooperativer, wenn Ihr Kamerad leidet. Och, der ist mir scheißegal. Den können Sie gerne quälen, wie Sie möchten. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst Ihren Namen. Für wen Sie arbeiten. Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis? Das ist eine Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ja. Ja. Mein Name ist Holmes. Jodie, nein. Jodie Holmes. Agent 894732. Ich bin bei der CIA. Die CIA weiß also von unseren Experimenten. Und was ist mit der Existenz, die das Eindämmungsfeld gefangen hat? Wir sind verbunden. Ich wurde so geboren. Faszinierend. Die Amerikaner wissen also tatsächlich auch von diesem Phänomen. Ich muss meine Vorgesetzten informieren. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Aiden, tu was. Tut mir leid, Ryan. Scheiße. Das war jetzt irgendwie eine Kurzschussreaktion, dass ich auf Reden geklickt habe. Oh, shit. Andererseits, sie hätten das wahrscheinlich so oder so erfahren. Warum irgendjemanden leiden lassen? Was jetzt? Jetzt sind wir wieder in dieser Position. Wir finden und zerstören den Kondensator und raus.
Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Nein. Aber ich überlege mir was. Auf jeden Fall eine sehr interessante Art, diesen Part hier geschichtlich zu erzählen. Aber wir wissen ja bereits schon, dass wir irgendwie auf jeden Fall entdeckt und gefangen genommen werden. Das ist wahrscheinlich nur die Frage, die Art und Weise, wie das passiert. Bleiben wir erstmal von unseren Mitsoldaten ein bisschen fern und schauen uns hier ein wenig um. Okay, oder auch nicht. Das Spiel erlaubt es uns dies nicht. Wine, geh mal aus dem Weg. Oh, und der Chinese merkt nicht mal was. Sehr gut. Ja, unser Ziel ist es halt, diesen Kondensator, dieses Portal, was sie vielleicht öffnen können, zu zerstören. Wir können nicht nur warten. Mal ganz unauffällig fortbewegen. Dammit. Hey, du. Okay, so viel dazu, unentdeckt zum Kondensator zu gelangen. Jetzt los. Jody, was ist da los? Was ist Aiden? Ach, Aiden kommt da nicht durch. Deswegen konnten wir vorhin auch nicht zu Aiden wechseln. Tatsächlich, Aiden kommt da nicht durch. Eine Barrikade. Scheiße. Ich schätze mal, wir können nichts dagegen tun, oder? Wir können auch nicht zu Julie wechseln. Können wir hier irgendwo durch die Wände? Dann hier zurück. Vielleicht finden wir einen anderen Weg dorthin. Und das ist das erste Mal, dass wir uns wirklich sehr frei mit Aiden bewegen können. Ohne dass wir irgendwie an Jody gebunden sind. Das Band, wie man sieht, ist auch jetzt verschwunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat, den zu töten. Es ist gerade sehr dunkel für mich hier drin. Aiden, ich brauch dich. Ich weiß, wenn ich wüsste, wo du bist. Hier ist eine Waffenkammer. Oh, das ist gerade so abartig dunkel. Und dann scheint von draußen auch noch die blöde Sonne hier rein. Da können wir irgendwas tun. Ah, den können wir übernehmen. Hi Leute! Können wir irgendwas hier machen? Können wir auch einfach unauffällig rausgehen? Bringt das was? Nö. Hey Kumpel! Ich muss mal den Knopf drücken. Hä? Okay, es hat nicht so gut funktioniert. Übernehmen wir ihn nochmal. Immerhin sind wir jetzt draußen. Das ist doch schon mal was. Hat sich wahrscheinlich nicht gut gefühlt und wollte mal kurz rausgehen. Können auch wieder reingehen. Ist jetzt aber die Frage, können wir oder kann Aiden, wenn er jetzt in diesem Körper hier ist, dann durch das Portal gehen? Ich schätze mal eher nicht, ne? Weil mit Julie hat es ja auch gerade nicht geklappt. Warum sollte das jetzt mit diesen Typen hier funktionieren? Wo bist du, Aiden? Nee, geht nicht. Die Möglichkeit gibt uns das Spiel auch gar nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal in diesen Kontrollraum. Können Sie sich nicht ein bisschen schneller bewegen?
Ach, Chinesen können nichts. Oh, geht automatisch auf. Aufenthaltsraum. Hier wollte ich zwar nicht hin, aber... Na, was schaut ihr? Daher die Chinesen. Auch ein fasziniertes Fußballvolk. Versuchen ja eine eigene Liga mit Stars aus Europa zu erkaufen. Funktioniert noch nicht so richtig. Aber das interessiert uns momentan auch nicht. Chinesen können halt nichts außer sich zu paaren und sich zu vermehren. Und das in beachtlicher Stückzahl. So, ich glaube, dieser orangene Raum war der richtige, oder? Wo bin ich denn gerade eben lang gegangen? Ja, ist ja gut. Ich bin auf dem Weg. Ich musste nur kurz etwas erledigen. So, wir müssen immer dran denken. Was ist denn jetzt los? Ach, du willst erst eine Waffe besorgen. Alles klar. Okay, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Kannst du hier irgendwie rein, mein Freund? Kannst du dir da die Waffe holen? Irgendwas? Ach da. Nein, diese Waffe muss es sein. Natürlich. Okay, dann hoffe ich mal, dass da genügend Munition drin ist. Und wir jetzt ein bisschen Rambazamba machen können. Sorry, Kumpel. Sorry, Kumpel. Ah, Portal ist verschwunden. So, und einen schnell wieder aus dem Körper raus. Der Typ war jetzt völlig verwirrt. Aiden, du bist da. Ja, und jetzt können wir hier auch hoffentlich auch raus. Und die Verbindungslinie ist auch wieder da. Finde mich. Bringen jetzt echt zwar die Existenzen hier ein, weil wir das Portal, diese Grenze. Ja, eindeutig. Die dringen hier jetzt ein. Interessant. Okay, schnell zu Jolie. Ihre Wunden heilen. Ach komm. So, die ist weg. Jetzt noch diese hier. Komm, 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 komm. Wunderbar. Aiden, du bist hier. Steh auf. Schnell. Hol mich hier raus. Gerne doch. Wow, Spiel, nicht aufhängen bitte. What the fuck? PlayStation, das ist nicht dein Ernst. Okay, meine PlayStation 3 ist nicht mehr die jüngste zugegeben, aber sie hat tatsächlich gerade den Geist aufgegeben. Ein kurzer Cut und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder, Leute. So, da bin ich wieder. Zum Glück musste ich nicht allzu viel nachspielen. Jede Aufnahmesession, etwas Neues. Diesmal hat es einfach mal die PlayStation 3 aufgehangen. Aber jetzt können wir endlich diese Tür aufsprengen. Oder auch nicht. Vielleicht noch ein zweiter Schlag. Hinterher. Zack, geht doch. Mit Kraft und Gewalt geht eben doch alles. So, jetzt die Frage. Wieso? Ich dachte, der ist hier völlig egal. Da ist er. Okay, dann werden wir auch halt ihn heilen. Auch wenn Aiden nicht so wirklich sein Freund ist. Das erste Mal, dass Aiden freundlich und nett zu Ryan ist. Komm, weg mit der Wunde. So, dann müssen wir jetzt nur eben die Tür aufmachen. Ich hoffe, Julie ist jetzt nicht direkt davor. Nein, zum Glück nicht. Alles okay? Willst du das wirklich wissen? Kannst du laufen? Ja, ja, alles klar. Geh zu den U-Booten, warte auf mich. Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jolie, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen.
Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jody. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Ja, begeistert war er jetzt nicht unbedingt davon. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Ja, und wo zur Hölle ist der Verhörraum? Der Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Okay. Danke, Spiel, für den Hinweis. Wow. Ich glaube, ihr habt jetzt ein größeres Problem als einen Menschen, du Oberspast. Aber wenn du unbedingt willst, dann stirb halt. So, Sprengstoff holen. Da ist er, da ist er. Oh Mann, das wird doch ein Selbstmord von Mann hier. Die Musik gerade, die ganzen Geräusche, wow. Sehr, sehr geil. Willst du mich verarschen, Spiel? Plazy. Ich dachte schon, die hängt sich wieder auf. Meine Herren. Ja, es wird Zeit, dass die PlayStation 4 in Handel kommt, auch wenn ich noch mit den Gedanken spiele, sie mir nicht zum Release zu holen. Ich weiß auch nicht, ob die mit der Elgato gemeinsam funktioniert mit dem Aufnehmen. Das wäre für mich auch so ein Mitgrund, wenn es nicht funktionieren sollte, sie nicht zu kaufen. Denn ich möchte ja auch weiter Let's Playen, und zwar auch Spiele für die PlayStation 4, wenn denn interessante Titel irgendwann kommen sollten. Da kann ich, glaube ich, gerade irgendwas machen, oder? Oder muss ich mit Aiden das Übliche tun? Oh, piep. Kann ich hier irgendwas zur Seite schmeißen? Hm. Was soll ich hier tun? Tell me what I have to do. So, müssen wir hier raus. Und erstmal diese Existenzen wieder eliminieren. Ich meine, ich hätte hier gerade einen Hotspot gesehen, aber den habe ich mir wohl eingebildet. Oder war er da? Ne, das war nur ein blaues Blinken des Gerätes. So, Orientierung fucked away. Hä? Komm ich da jetzt auch nicht mehr raus? Achso, das war wieder die automatische Öffnung, hat mich kurz irritiert. Müssen wir hier doch weiter? Müssen wir das Portal finden? Nee, natürlich nicht. So, müssen wir da rote Tür? Immer den Existenzen nach, diesen komischen Wesen, Geistern, wie man sie auch immer bezeichnen möchte. Die laufen einfach mal geradeaus durch. Ich hoffe, dass Julie dadurch keinen Schaden nimmt. Hier ist das U-Boot. Ih, geht mal weg da. Aber die scheinen Julie ja nichts zu tun, oder? Oder müssen wir sie beschützen? Können wir die irgendwie verscheuchen? Sieht nicht so aus. Nimm mal den Tauchanzug. Oh, hochmodern, das muss man den Chinesen ja lassen. In Sachen Technologie sind sie uns ganz weit voraus. Und ich denke, jetzt müssen wir hier ins Wasser. Scheiße, ich habe echt Angst, ein. Wir schaffen das schon. Nicht weit weggehen. Wer oder was atmet hier gerade so laut? Ich bin's nicht, by the way. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Müssen wir jetzt eine Schwimmpartie hier ablegen? Oh, scheiße, ist das dunkel. Das Pech schwarz. Dem Ding muss es
Ruhig bleiben, ein. Zumindest ein bisschen Licht, auch wenn ich immer noch zu 99% gar nichts erkenne, außer die Existenzen, die hier rumschwimmen. Was zur Hölle haben die Chinesen mit diesem Tor vor? Was ist deren Ziel? Egal was es ist, wir müssen es auf jeden Fall aufhalten und diesen Kondensator schließen, zerstören. Da ist das Portal, oder? Wir müssen es beseitigen. Es stellt eine Gefahr für die Menschheit dar. Wir sind nur noch wenige Schritte entfernt. Es wird gespeichert. Das finde ich schon mal gut. Da können wir irgendwas machen. Den Sprengstoff anbringen, natürlich. So, und jetzt wieder zurück. Oder haben wir noch mehr Sprengstoff, den wir irgendwo befestigen müssen? Können wir zum Beispiel hier noch einen anbringen? Ja. Und ich meine, ich habe da gerade einen 9 gelesen. Sprich, wir haben 9 Minuten Zeit. Dann geht hier alles schön in die Luft. Wobei, wir sind ja unter Wasser. Das soll einfach so gut funktionieren. Hoffen wir es mal. 3 Minuten. Nichts wie weg. Was? 3 Minuten? Willst du mich verarschen? What the fuck? Nichts wie weg hier. Und bloß von nichts aufhalten lassen. Ich hoffe, ich laufe hier den richtigen Weg. Ich habe keine Ahnung. Da kommt etwas. Hi. Was ist das denn für ein Vieh? Ist das etwa hier schon der Endkampf? Der Endboss-Fight? Gegen einen riesen Geist-Hai mit übergroßen Zehen. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen einfach nur laufen und X drücken und nichts wie weg hier. Was bist du für ein Mistviech? Komm, mach die Tür auf. Oder geh die Leiter hoch. Komm, Toni. What the fuck? Heute hier mit mir. Die größte Entdeckung, die jemals gesehen hat. Die größte Gefahr, die zerstört. Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Miststück. Nicht mit mir, du chinesischer Bastard, Alter. Ins Gesicht. Oh, oh. Alter, du Hurensohn, Alter. Kopf, zieh raus, das Scheiße. Und ins Gesicht. Ins Auge, in den Kopf, ins Gehirn. Wow, und das Vieh dreht gerade komplett durch. Oh, wow, 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 verbiss dich, du Arschloch. Du erwürgst uns jetzt hier nicht. Ja, jetzt hängst du fest, oder? Absteigen. Nein, mach bloß nicht das Glas kaputt, du Idiot! Oh, scheiße. Okay, das Glas ist nicht kaputt gegangen. Oh, du elender Hurensohn.
sehen uns. Auf der anderen Seite. Wow. Das war jetzt hart, aber war unsere Rettung. Los, weg hier. Komm, komm, schnell. Nichts wie weg. Und jetzt zum Ende noch solche Quicktime-Events. Warum? Oh. Wer ist das? Egal. Du scheiß Hurensohn, was hast du davor, mich jetzt hier noch aufzuhalten, du? Inner Wichser, die Musik gerade ist echt geil. Komm, lauf! Nichts wie weg! Wow! Wasser läuft jetzt auch durch die Gänge. Oh, scheiße. Weg, weg! Ich habe keine Ahnung, wohin. Ich kann nur gerade auslaufen. Da, da ist ein Gang. Nichts wie weg. Hoch. Und hochziehen. Wir müssen hier raus. Ich glaube, die 3 Minuten sind schon eigentlich längst um, aber seien wir mal nicht so streng. Wir möchten hier lebend raus. Und noch mehr Wasser. Oh. Hier geht nicht alles den Bach runter. Im wahrsten Sinne. X-Smash. Beeil dich. Oh. Puh. Verdammt, Ryan! Wo zum Teufel bist du? Das ist der Scheißweg da ohne uns gegangen. Nee, das wäre es auch gewesen. Ich dachte, ich lasse dich hier, ne? Ehrlich gesagt, ganz kurz, ja. Aber dann wäre er auch ein richtiges Arschloch gewesen. Wir haben ihn gerettet. Und jetzt sind wir quitt. Und diese scheiß Geheimbasis ist zerstört. Wow, oh, der Wasserdruck, der ist natürlich gewaltig. Was ist passiert? Oh, oh, wir sind noch nicht über den Berg. Die Schockwelle hat den Antrieb zerstört. Wir haben ein Leck. Wir werden ertrinken. Ob wir wirklich ertrinken, das erfahren wir erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Beyond Two Souls.